Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, dessen Wirken uns durch Johannes den Täufer angekündigt wurde, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst anlässlich der Kirchweihe dieser Kirche. Der 24., der eigentliche Johannistag, folgt in den nächsten Tagen, aber so wie wir es gewohnt sind, feiern wir in der Regel am Sonntag davor diesen Tag hier in Siegritz. Schön, dass der Posaunenchor dabei ist, dass für alle, die noch nicht wissen, wie die fünf Damen heißen, Stüsi dabei ist und unser Organist, der gesagt hat, er spielt auch am Klavier. Und wir haben Besuch. Wenn ich so rumgucke, dann sehe ich Gesichter, die ich nicht kenne. Ein Ehepaar, das ich neulich in der Kirche getroffen habe. Zwei Schwestern aus Selbitz, die wohl gerade in Leidingshof sind. Ja, und so ist das. Wir gehören alle zusammen zum Leibe Christi. Ich freue mich auch, Konfirmanden und Konfirmandinnen zu sehen. Da haben wir ja Entzugserscheinungen über ein halbes Jahr gehabt. Und jetzt kommen wir wieder in die Gänge. Danke, dass auch ihr zwei das mit der, mit der ganzen technischen Umsetzung hier in Angriff genommen habt. Wir wollen hoffen, dass es gelingt. Dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet und wird dann hoffentlich heute Abend, spätestens morgen früh, auf unserem Kanal bei YouTube zu sehen sein und zu hören. Gut, möge der Gottesdienst fröhlich sein, singen wir gleich das erste Lied, Nummer 503, so wie angeschlagen. Für alle, die es nicht sehen können, sage ich die Nummer noch einmal an. 503, die Verse 1, 7, 8 und 13. Vergessen anzusagen, die Gemeinde darf singen. Also beim nächsten Lied
Da wackeln dann die Scheiben, ne? Gut. Und ich habe mir die Erlaubnis geholt. Ich habe eine Person gefragt und gesagt, wie sieht denn das aus? Ihr seid alle kurzärmlich, darf ich auch kurzärmlich bleiben? Und sie hat gesagt, na klar. Gut. Eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, in Johannes dem Täufer begegnet uns der letzte Prophet im Übergang vom Alten zum Neuen Bund. Auch heute rufst du Menschen, prophetisch unter uns zu sein. Wir brauchen Propheten, die von dir gerufen sind, darüber zu sprechen, was gut für uns ist und was uns erwartet, die die Zeichen der Zeit deuten können durch deinen Heiligen Geist.
Schenke uns solche Menschen unter uns. Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören Gottes Wort. Es steht bei Matthäus im 3. Kapitel die Verse 1 bis 12. Johannes der Täufer kam und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem die Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da gingen zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließ sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Nummer 333. 1, 2, 3 und 5. Wir bekennen unseren Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Lob soll laut erschallen, Soli Deo Gloria, und Gottes Größe preisen im jubelnden Halleluja. Wir rühmen Gottes Freundlichkeit, mit der er täglich uns umgibt, und seine Güte und Geduld, mit der er seine Kinder liebt. Das Lob soll laut erschallen, Soli Deo Gloria, und Gottes Größe preisen im jubelnden Halleluja. Wir rühmen Gottes Schöpferkraft, die einst die ganze Welt gemacht, die Tiere, Pflanzen und die Menschen, alles hat er wohlbedacht. Das Lob soll laut erschallen, Soli Deo Gloria, und Gottes Größe preisen im jubelnden Halleluja. Wir rühmen Gottes starke Hand, die alles fest in Händen hält. Er führt uns sicher auf dem Weg, und nie sind wir auf uns gestellt. Das Lob soll laut erschallen, Soli Deo Gloria, und Gottes Größe preisen im jubelnden Halleluja. Lieber Herr Jesus Christus, wo dein Wort ist, da bist du. Da bist du selbst. Da willst du unsere Herzen erobern. Und wo du bist, Herr, da haben wir das Leben in Fülle. Amen. Friede sei mit euch, liebe Schwestern und Brüder. Bei so schöner Musik, da mag ich gar nicht predigen. Können wir nicht noch ein bisschen singen? Ihr habt ja noch eins, ne? Das schieben wir noch dazwischen irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Gut. Mancher, der eine Aufgabe für sich sieht oder auch eine Aufgabe übernommen hat, im Auftrag, ist mit Schwierigkeiten behaftet. Und dann kommt man in solche Situationen, da heißt es dann, bringt nichts. Ich gebe auf.
Es lohnt sich nicht. Mancher steigert das dann und sagt, nach mir die Sintflut. Ich habe da nicht mehr viel auszurichten. Solche Worte kennen wir von anderen, vielleicht auch manchmal von uns selbst. Da denkt man dann schon auch sehr an sich. Ne? Ich mache das jetzt nicht mehr. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und so schraubt man etwas runter. Johannes der Täufer, ich nehme nur einen einzigen Satz heute aus dem Evangelium heraus, der sagt, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, der ist größer als ich. Johannes stellt sich dem, was ihm aufgetragen ist, das kostet ihn seinen Kopf, das können wir später in den Evangelien nachlesen. Aber er steht zu diesem Auftrag. Ich tue das. Nicht von wegen nach mir die Sintflut, sondern nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Der ist stärker als ich. So tut er das. Der gehört nicht zu den Menschen, die sagen, ach naja, was habe ich denn schon noch zu melden? Ich werde ja nicht mehr gebraucht. Ich halte mich jetzt mal raus. Das ist so eine Haltung, die auch unsere Zeit prägt. Ich halte mich da raus. Johannes ist eher von einer anderen Einstellung. Er sagt nicht, ich halte mich raus, sondern ich halte das aus. Denn nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Solche Menschen, die aushalten, ich glaube, die kennen wir. Jeder kennt solche Menschen, die aushalten, die sich nicht nur zurückziehen. Ich denke an Kranke, die sich ganz bewusst in diese besondere Situation hineinstellen. Erlebe ich immer wieder bei Besuchen in den Häusern. Kranke, die sich in die Situation, die ihnen aufgetragen ist, hineinstellen. Ich denke an diejenigen, die ihre Schwachheit erkennen. Und noch mehr auch diejenigen, die sagen, oh Mann, ich bin ein Sünder. Wenn man so etwas hört, was passiert dann eigentlich so bei mir? Ich kann auf mich selber schauen, na klar. Aber erstmal erlebe ich ja den anderen in einer Situation, in der er mir, das darf man, denke ich, so sagen, ja sogar etwas verkündigt. Das macht mich bisweilen sprachlos. Wenn ich sehe, wie Menschen etwas tragen, was ihnen aufgegeben ist, etwas tragen, was ich mir und keinem anderen wünsche. Sie tragen es und sie halten es aus. Sie geben damit eigentlich doch auch ein Zeugnis weiter. Es ist in der Treue ein Weitergeben, getrennt geschrieben, und es ist zugleich ein Weitergeben. Zur Schwäche stehen und Jesus empfangen im Aushalten. Weil da kommt ja einer, der ist stärker als ich. Solche Menschen könnte man, wir sagen ja sonst immer, wir sind österliche Menschen, weil wir von Ostern her leben, das ist richtig. Zugleich sind wir aber auch adventliche Menschen. Das macht uns der Johannes der Täufer deutlich. Nach mir, da kommt noch jemand. Dieser Jesus kommt wieder. Der kommt genau dahin, wo ausgehalten und nicht rausgehalten wird. Da kommt er wieder hin, um zu erlösen und zu vollenden. Adventliche Menschen, die sagen, okay, ich tue meinen Teil. Ich will nicht sagen, dass es mir leicht fällt, aber ich tue es. Ich tue meinen Teil und Jesus tut seinen. Die leben so, wir sagen immer, Jesus soll ankommen können, das kann man ruhig ein bisschen festlicher sagen, die leben so, dass es ein Empfang
für Jesus wird. Die führen nicht etwas auf, ihr Leben, die inszenieren auch nichts, so von wegen, wie toll ich doch bin, wie wir unsere Probleme lösen oder gar erst nie welche haben. Ja, da darf man ruhig mal lachen. Solche Menschen gibt es, die immer sagen, alles schick, gibt keine Probleme. Aber ehrlich gesagt, ich kenne solche Menschen nicht. Persönlich. Es gibt in jedem Menschenleben, in jedem Beziehungsgeflecht ein Aushalten. Ein Aushalten und damit auch ein Komm, Herr Jesus, in dieses hinein. Mich hat vor vielen Jahren, als ich in Süditalien war, in einer kleinen Hafenstadt an der Amalfiküste, ein Bild fasziniert. Das erzähle ich immer ganz gerne, vielleicht habe ich es schon mal erzählt. Da laufen herrenlose Hunde rum, vor allem wenn ein Hafen da ist. Die streunern da rum, die liegen entweder vor den Haustüren oder warten darauf, dass irgendein Boot wieder zurückkommt. Und diese herrenlosen Hunde, die beißen einander nicht. Die lecken sich gegenseitig die Wunden. Die wissen, das ist jetzt mal im übertragenen Sinne, wie es um sie steht. Und sie brauchen vielleicht sogar einander. Für uns so ein Eingestehen, dass wir, wenn wir sagen, wir sind fertig, eigentlich wirklich fertig sind. Also dieses Eingestehen, nein, wir sind nicht fertig. Wir werden mit unserem Kram und was wir so zu tun haben, mit den wirklichen Problemen, wir werden damit nicht fertig und alleine schon gar nicht. Wie schön ist es zu wissen, das in sich zu tragen, da ist einer oder da kommt einer, der ist stärker als ich, der ist größer. Das ist so ein Aufbruch, finde ich, ein Aufbruch in der Schwäche. Nicht, ich halte mich raus, sondern ich halte das aus. Ist auch eine Form von Aufrichtigkeit. Wenn ich solche Menschen erlebe, merke ich, dass ich plötzlich eine andere Rolle bekomme. Ne? Ich könnte sagen, naja, sie sind so Objekte meines Bemitleidens. Ach, die sind aber auch arm dran. Das ist eine falsche Sicht. Die erste Sicht ist eigentlich die, dass sie sozusagen von Gott her gesehen nicht Objekte meines Mitleids sein sollen, sondern sie sind Subjekte der Verkündigung. Und die verdienen meine Achtung. Und wenn ich es selbst bin, der in diese Situation kommt, des Aushaltens, es zuzulassen, diesen Jesus da genau hineinzubitten und zu sagen, Herr, zeig mir, was jetzt dran ist. Was ist dein Ruf in diese meine Situation, wo ich nicht weiterkomme? Jesus wählt den Weg über den Menschen. Und zwar über die Schwachheit des Menschen, also über seine tatsächliche Realität. Er macht nicht Halt vor Sündern, oder denen, die wir so oft bemitleiden. Alles soll seine Verkündigung werden. In dem Augenblick fange ich an, mich selbst, Gott und den anderen ernst zu nehmen. Wir können auch sagen, das Herz, und machen wir es noch persönlicher, mein Herz, in seiner ganzen Zerbrechlichkeit, in seiner Angreifbarkeit, wo dann auch der Zweifel vielleicht mal nagt. Mein Herz, das ist die Schwachstelle, da kann was brechen, da kann aber auch Jesus
hinein. Da fällt er ein. Da macht er uns zu seinem Zeugnis. Da macht er was aus uns, egal was gerade ist. Da gibt er dir Größe und Format. In der Schwäche, in der Zerbrechlichkeit oder auch in der Gebrochenheit. Da will er uns gebrauchen für das Zeugnis. Und das heißt, es ist, wie es ist, aber einer, der ist stärker als ich. Und das ist gut so. Dann bin ich in dem, was ist, in seinem Dienst. Ich halte mich aus, ich halte mich nicht raus, wenn es um Jesus Christus, wenn es um seine oder sagen wir unsere Gemeinde und wenn es um das Leben geht. Denn das ist das Leben. Dass wir in diesen Dingen ein bisschen weiterkommen, in den Dingen des Lebens und wie der Glaube, ja, oder wir sagen wir ruhig, wie der Herr sich darin verwirklicht, dass wir in diesen Dingen ein bisschen weiterkommen. Das ist mein Gebet. Für uns. Heute. Für Sie. Für dich. Und auch für mich. Amen. Ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Johannes 3,30, der Festspruch für den heutigen Tag.
Am nächsten Sonntag ist nur in Heiligenstadt Gottesdienst um 9.30 Uhr, dann parallel erstmals wieder Kindergottesdienst. Im Gottesdienst gibt es Lobpreis und auch eine Abendmahlsfeier. Anschließend um 11 Uhr am nächsten Sonntag ist die Tauffeier von Marie Geißler aus Treindorf. Der nächste Gottesdienst in Siegritz ist jetzt ein bisschen ungünstig, da wir jetzt einmal vorgezogen haben, ist jetzt erstmal wieder längere Zeit Pause, ist dann am 11. Juli um 8.30 Uhr. Für alles, was Sie gegeben haben in den letzten Wochen durch Überweisungen ins Körbchen und so weiter, ganz herzlichen Dank. Der Herr möge segnen, was für sein Reich, für den Bau seines Reiches gegeben wurde und auch die, die gegeben haben. Heute sammeln wir sozusagen mit einem Körbchen. Es geht alles für die eigene Gemeinde. Wir haben neue Regeln für unsere Gottesdienste und unsere anderen Weisen des Zusammenseins. Letzten Sonntag schon was dazu gesagt. Das Wichtigste, wir dürfen wieder singen. Das ist schon mal gut. Und sonst bleibt, solange wir drinnen sind im Kirchgebäude, im Großen und Ganzen alles so, wie es ist. Wenn wir draußen sind, das erlebt ihr gerade, sind wir mit wesentlich größeren Freiheiten dabei. Es können sich auch die Gruppen wieder treffen. Da gibt es, je nachdem, ob man sich jetzt als Dienstgruppe versteht, wie zum Beispiel ein Posaunenchor oder eine Stüsi-Truppe, gibt es ein Regularium für diejenigen, die sozusagen proben und einüben für Gottesdienste. Wenn sich die Jugend trifft, gibt es wieder ein anderes Regularium. Nehmt einfach mit mir Kontakt auf, falls ihr nicht 40 Seiten lesen wollt. Das ist einfacher. Konfirmanden treffen sich, die Altkonfirmanden freitags von 15 bis 16.30 und die neuen mittwochs 16 bis 17.30. Ich sage auch noch mal, kann jetzt aber nur die ungefähre Zahl sagen. Die Jahresrechnung 2020 ist vom Kirchenvorstand vorläufig beschlossen. Das heißt, wenn es keine Einwendungen ihrerseits gibt bis zum 25.07., dann gilt es automatisch als beschlossen. Wenn es Einwände gibt, muss darüber noch einmal beraten werden. Wir hatten Einnahmen in Höhe von ca. 1,3 und Ausgaben ca. in Höhe von 1,1. Millionen Euro. Ja, das klingt nach richtig viel, aber ich sage es schon noch mal dazu. Davon sind 90% unser Kindergarten bzw. unser Schneckenhaus, eine der größten Einrichtungen für Kinder im Landkreis Bamberg. Da fließt natürlich schon eine Menge Geld durch, im Kommen und im Gehen. Also so sieht der Haushalt aus, die Jahresrechnung, ein Überschuss in diesem fürs letzte Jahr von ca. 230.000 Euro. Sie können im Pfarrbüro diese Jahresrechnung einsehen. Heute Nacht im Gottesdienst, das deklariere ich jetzt mal als Privatveranstaltung, der Gottesdienst nicht, nach dem Gottesdienst gibt es so auf ganz privater Ebene, stehen da lauter private Kaffeekannen und so etwas. Da machen wir was draus und an dieser Stelle sage ich stellvertretend für alle, die jetzt mitgewirkt haben, das zu bewerkstelligen, der Gabi und dem Otto auch noch ein ganz herzliches Dankeschön, dass es heute Morgen so ist, wie es ist hier. Das ist mit in euren Händen entstanden und gewachsen. Und der Dank gilt natürlich allen. Gilt allen, die ihr gefunden habt, um ein bisschen mitzuwirken. Lieber Micha, du bist schon da. Bitte die Gemeinde aufzustehen. Wir beten. Zuerst wollen wir beten, dass sich für Peter Daum die Erfüllung seiner Lebenshoffnung erfüllt. Er ist verstorben im Alter von 58 Jahren, wohnhaft in Treindorf. Viele werden ihn kennen. Herr, und sei den Angehörigen nahe durch dein tröstendes Wort, der du gesagt hast, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.
Herr, wir bitten dich für unsere Familien und alle Menschen, die uns nahestehen. Segne du das Zusammenleben in unserer Gemeinde. Schenke uns Toleranz und Offenheit gegenüber unseren Mitmenschen. Hilfe uns, einander mit Liebe zu begegnen und in Vergebung und Versöhnung zu leben. Heile du unsere Wunden, die jetzt noch da sind. Herr, wir bitten dich, dass wir zusammenwachsen und uns nicht auseinanderleben. Schaffe du Einheit, wo Trennung ist. Schenke Vergebung, wo Hass regiert, und lerne uns, wie wir lieben können. Schenke du uns deine Liebe. Wir beten auch für die Jugendlichen, die jetzt endlich wieder die Möglichkeit haben, sich zu treffen. Segne diese Treffen und offenbare dich und deine Liebe durch all die Aktivitäten, Gespräche, Inputs und den Lobpreis. Begegne ihnen auf deine ganz unterschiedlichen Arten und Weisen und lass sie im Glauben und in der Beziehung zu dir wachsen. Wir bitten dich jetzt auch für unsere Konfirmanden. Segne du sie, besonders in der Zeit, in der sie viel von dir erfahren werden. Schenke ihnen Erkenntnis über deine Liebe und Treue, die du uns Menschen geschenkt hast. Lass sie erkennen, wie du wirklich zu uns bist und über uns denkst. Begegne jedem Einzelnen ganz persönlich. Vater, wir bitten dich für deine Führung im Alltag. Bewusst und unbewusst treffen wir viele Entscheidungen. Hilf, dass wir in allen Situationen dich mit einbeziehen. Fülle du unser Herz mit Liebe für unsere Mitmenschen in der Familie, auf Arbeit, in den Schulen oder in unserer Freizeit. Schenke uns neue Kraft in unserer Beziehung zu dir. Lass uns erkennen, dass wir von dir allein alles bekommen, was wir brauchen. Fordere uns heraus, einen neuen Schritt mit dir zu gehen und alte Gewohnheiten hinter uns zu lassen. Bitte vergib uns unsere Sünden und schenke uns neue Erweckung. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Und gemeinsam beten wir: Vater, Nummer 170. Thank you.
sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn. Das haben wir jetzt gesungen, aber ich spreche mal, jetzt bleibet noch ein bisschen im Frieden des Herrn, damit der Kaffee auch alle wird. Ich möchte insbesondere diejenigen bitten, die tatsächlich zu Besuch sind von auswärts, Gemeinschaft mit uns zu haben. Nach dem Segen, bevor es ein Instrumental-Nachspiel, ich weiß jetzt nicht aus welcher Richtung, gibt, wird Stüsi seine Zugabe machen und nach der Stüsi-Zugabe gibt es dann noch die Posaunenchor-Zugabe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Thank you.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich mache mich jetzt ein bisschen Werbung. Es gibt zwei Veranstaltungen für diejenigen, die sich mit unseren älteren Geschwistern aus dem Judentum befassen wollen. Es gibt einen Vortrag in Forchheim, der ist, ich glaube, am 23. oder 25. Es hängt jedenfalls im Schaukasten mit Martin Kühn. Und am 3. Juli gibt es eine Fahrt nach Reichenbach in das Begegnungszentrum. Da fahre ich dann auch mit. Also da gibt es schon noch Plätze. Und letzte Werbung, Posaunenchor, aber ein anderer, eine Conspirito. Okay, also mit Geist. Conspirito, eine Bläsertruppe, sage ich jetzt mal, Einzelheiten werdet ihr dann schon noch erfahren, spielt am Tag der Konfirmation am 18. Juli um 17 Uhr in unserer Kirche älteres und neues geistliches Liedgut. Darauf wollen wir uns freuen. Kann man jetzt schon in den Kalender eintragen. Okay, und nun kommt ihr von euren Logenplätzen auch runter, dann gibt es einen Kaffee, ne? Alles klar. Auf Wiedersehen.